Kolbus, dem Titelverteidiger, und der Firma Gausemann. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Kollegen beider Firmen jetzt eingeschaltet haben und jetzt natürlich gespannt sind, wer hier die Nase vorne hat in diesem Spiel. Und deswegen werden wir diese Partie natürlich auch live und in Farbe übertragen. Und ja, freuen uns sehr drauf, was passiert. Es geht los. Kolbus im Blau von links nach rechts. Mit dem Ziel, den Titel erneut zu gewinnen. Das erste Duell und dadurch das erste Tor. Joshua Schwirtnir mit dem Treffer. Spitzer Winkel. Am kurzen Pfosten eingeschlagen der Ball. Und gleich die nächste Möglichkeit. 2-0. Und das kann man mal machen. So ein Doppelpack in der Kreisvorhalle. Ausverkauft. Und zwei Treffer. Und dann wird abgeklatscht. Ball schnell rübergelegt. Wieder ging es da ans Eck. Und das schnelle 2-0. Das war mal ein Start am Maß für Kolbus. So, Gausemann muss jetzt erstmal in die Partie finden. Hat jetzt erstmal den Ball, muss das Spiel erstmal ein bisschen beruhigen und ein bisschen durchschnaufen. Hier Dorian Beil. Ins Aus. Ball kommt da nicht an den Ball. Wieder zurückgelegt. Guter tiefer Ball jetzt. Klasse quer gespielt. Wunderbar vollendet. 3-0. Was wird denn da gezaubert von Kolbus? Jan Thielmann. 3-0. Wieder quergelegt. Wieder völlig frei vom Gausemann-Keeper Janik Wegehöf, der einem ziemlich leid tun kann hier. Jetzt mal durchgesetzt. Ballbesitz für die Gausemänner. Aber auch da der nächste Ballverlust. Geht Beil nicht genug entgegen. Gut gemacht von Niklas Kellermann hier. Bastian Grepp. Schussversuch. Leicht abgefälscht. Jonas Österreich versucht an den Ball zu kommen. Ja, offene Sohle. Abgepfiffen. Der Handshake. Und weiter geht's. Ballbesitz für das Radener Unternehmen. Jetzt mal der Ball in die Tiefe gespielt. Jetzt kommen sie mal in 16er rein. Aber Nico Webrink klärt den Ball. Auch hier gilt das alte Motto in der Halle. Hoch und weit bringt Sicherheit. Bei einer 3-0-Führung natürlich durchaus legitim, das Ding einfach mal nach vorne zu dreschen. Aggressiv, das nochmal gut gemacht. Bastian Grepp. Kabinettstückchen an der Bande, aber da hat Kolbus Keeper Andi Thiemann gut aufgepasst. Ja, leicht angeschlagen, Noah Dumeier. Aber einmal fest auftreten, dann soll es wohl wieder gehen. Oh, jetzt so ein bisschen die Möglichkeit, Beil. Da von dem Bein geholt, war außerhalb des 16ers. Er hat sogar Stürmer vorgepfiffen, okay. Nächster Versuch, nächster Treffer und da sehen wir es, wie der Leiter Konrad Ostermeier, Leiter Ausbildung, da leidet. 4-0. Damit hat man sicherlich nicht gerechnet. Wegehöf, da die Fingerspitzen noch dran. Oh, jetzt der Fehler. Erste Möglichkeit, aber auch da, Tom Sander, kommen sie einfach nicht zum Abschluss. Wegehöf jetzt mit dem Ball, spielt schnell gemacht. Nächste Möglichkeit für Gausemann, Jan Erich. Ball rübergelegt auf Tom Sander. Ballverlust und das nächste Kabinettstückchen durch Marvin Winkelmann.
zack, am Torwart vorbeigelegt, Fußspitze ranbekommen. 5:0. Boah, deutlich. Also in Raden kann man die ersten Bier- und Sektflaschen aufmachen, glaube ich. Das Ding dürfte so Richtung Entscheidung gehen. Wir haben noch knappe 7 Minuten auf der Uhr und eine 5:0-Führung gegen, ja, dann doch überforderte Gausenmänner. Pressball hier. Wieder Ballbesitz für Gausenmann. Jan Erich auf Wegehöft. Bastian Grepp. Vom Sandler Ball zurückgelegt, wieder Wegehöft. Jetzt der tiefe Ball mal, aber dann passt Andi Thiemann auf, der ein richtig gutes Spiel macht bis hierhin. Wenn es mal ansatzweise gefährlich wird, sehr aufmerksam sofort da. Janik Wiechmann verliert den Ball an Jan Erich. Mal gut quergelegt, Grepp, und da ist zumindest der Ehrentreffer, Bastian Grepp. Hier sehen wir es nochmal, quergelegt, Tom Sandler, Grepp, Direktabnahme unten links, vollendet, schönes Tor. Und damit, ja, soll das auch so sein, Gausenmann. Ja, nehmen wir es Anschlusstreffer oder sagen wir Ehrentreffer. Also bis sich der dritte fällt, nenne ich es Ehrentreffer. Wegehöft wieder am Ball. Kolbus verwaltet das jetzt natürlich. Bei der Führung muss man gar nicht mehr so viel investieren, sondern kann lieber auf Fehler lauern, die dann da kommen. Thiemann wieder am Ball. Tiefer Ball. Eine Menge Platz für Wiechmann, der kriegt den Ball aber nicht verarbeitet. Das hatten sich die Jungs in Rot sicherlich heute ganz, ganz anders vorgestellt. Nico Webrink hier mit dem Blockgewinn. So, Ball zurückgelegt, aber da kommt irgendwie gar keiner. Jetzt Wiechmann da gegen Erich. Wieder geklärt durch Nico Webrink. Spieler bei Union Pfahl. Thiemann. Direktspiel. Manuel Krato. Klasse Verlagerung, Wiechmann. Der hat im letzten Jahr übrigens im Finale noch ein Traumtor geschossen. Und hier lässt man sich schmecken. Also applaudieren und essen geht beides. Die Kids von heute sind einfach multitaskingfähig. Klasse quergelegt. Aber dann fehlt die Vollendung. Schussversuch hier von Jonas Österreich, Spieler beim SC Isenstedt. Ja, Kolbus geht jetzt hier kein Risiko mehr. Spielen das mit Thiemann. Entspannt, Webrink, Thiemann. Jetzt fliegender Keeper unterwegs, Schussversuch. Das ist Wegehöft. Die haben sicherlich leid tun können. An ihm lag es nicht, dass es hier bis dato 5 Gegentore hagelte. Schussversuch, aber kein Problem für Thiemann. Ball ist schon wieder im Spiel. Das ist der Doppeltorschütze, der das Spiel eröffnet hat. Nico Webrink. Klasse, tiefer Ball auf Orkan Zakaria. Zakaria wieder, Webrink, Zakaria. Zurück zum Torwart, gut gemacht, eine tolle Ballbehandlung, der sticht hier schon raus. Feiner Techniker. Schussversuch, Wegehöft lässt abprallen, Webrink, aber die Direktabnahme geht dann knapp neben das Tor. 2,5 Minuten noch auf der Uhr. 5:1 Führung
für Kolbus. Nächster Angriffsversuch, Dorian Ball, Ball wieder geblockt. Ball besetzt Gausemann, jetzt Österreich, Schussversuch, ein Tor. So, jetzt zaubern sie mit der Hacke in den Lauf gelegt, aber da kam Mehmet Özcan nicht ran. Jetzt hat sich Orkan Sakarya mal wehgetan. Das dürfte gleich weitergehen. Man of the Match sicherlich hier in dieser Partie. Und das ist Dorian Beil, Österreich. Österreich setzt nochmal das Solo an. Abpraller gegen die Bande. Thiemann hat die Kugel sicher. 1,50 auf der Uhr. Rebring wieder Fehlpass, aber Jan Erich klärt den Ball ins Aus. Es wird die Titelverteidigung, denn auch im letzten Jahr konnte die Firma Kolbus gewinnen. Ja, sie sehen jetzt noch nicht so euphorisch aus wie ein Sieger, aber das wird sich, denke ich, gleich ändern. Noch wirken alle sehr konzentriert, sehr angespannt. Und den Verantwortlichen hätte man sich sicherlich, also Verantwortlichen des Turniers, einen Tucken mehr Spannung erwartet und erhofft, als hier dann doch diese sehr klare Angelegenheit, die hier früh entschieden schien, Dorian Beil, aber da ist wieder Thiemann. Der lässt sich hier nicht überwinden heute. Zumindest nicht so. Webing nochmal. Klasse Übernahme. Schussversuch nochmal. Abpraller. Und Stürmerfoul gepfiffen. 39 Sekunden auf der Uhr. Sie werden den Pokal gleich in die Hand nehmen dürfen. Nochmal Thiemann. Oh, direkt Spiel, aber Ball in die Arme von Thiemann. Weiter Ball nochmal. Treffer zählt nicht. Sie lassen es ausschwingen. 7 Sekunden auf der Uhr. Wir starten den fetten Glückwunsch nach Raden an die Kolbus Ausbildungs GmbH. Zu einem hochverdienten Sieg mit 5:1 gewinnt Kolbus dieses Spiel gegen Gausemann. Und jetzt sind wir auf die Bilder gespannt. Hier haben wir nochmal so ein Highlight eingeblendet. Und auf den dritten Herrn war ich jetzt nicht vorbereitet. Deswegen einmal noch mal gerade Nico Gottlieb. Nico Gottlieb, der Ausbildungsleiter von Hartig. Also noch mal einen Riesenapplaus, auch mal einen Riesenapplaus, dass es diesen Azubi-Cup gibt. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, dass Sie sich dem annehmen, dass es so etwas gibt. 12 Teams haben sich gemessen. Am 12.01. gab es die Vorrunde. Bis es dann wirklich dieses Finale festgestanden ist zwischen der Firma Kolbus Ausbildungs GmbH und der Gausemann AG. Vielen, vielen Dank. Ich bin begeistert, dass es so etwas gibt. Ich hoffe, es gibt es noch ganz, ganz lange.
Und ich hoffe, dass Sie jetzt auch ganz, ganz lange noch das Finale hier im Rahmen des Freeway Cup ausrichten werden. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum... Sie haben drei Pokale. Jetzt müssen Sie jetzt mal weiterhelfen. Warum drei Pokale? Ja, richtig. Wir haben also dann den ersten Pokal natürlich für den Sieger, den zweiten Sieger des heutigen Tages. Dann natürlich den Pokal für den ersten Sieger und den großen Wanderpokal. Und wenn dann jetzt zum zweiten Mal Kolbus draufsteht, dann brauchen die ja nur noch den dritten Sieg, dann können sie den auch für immer behalten, dann müssen wir neu kaufen. Wenn das kein Ansporn ist für die Kolbus Ausbildungs GmbH, nächstes Jahr nochmal gewinnen, dann hat er das Ding in Betrieb stehen, ne? Also wisst ihr Bescheid. Also, dann Verlierer gibt es nicht, vor allen Dingen bei keinem sportlichen Messen gibt es keinen Verlierer. Es gibt Gewinner und zum Beispiel den zweiten Gewinner. Und da darf ich Sie, meine Damen und Herren, einmal die ganze Halle einmal ausflippen, einmal richtig laut sein für die Gauselmann AG. Zweiter Gewinner des dritten Harting Azubi Cup. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir haben es gerade schon gehört. Letztes Jahr beim zweiten Harting Ausbildungscup, Azubi Cup, schon als Sieger vom Platz gegangen. Dieses Jahr nochmal einen nachgelegt. Was ist denn bei euch los? Spielt ihr nur Fußball oder macht ihr noch was anderes in der Ausbildung? Man weiß es nicht. Der Gewinner des dritten Harting Azubi Cup, die Kolbus Ausbildungs GmbH. Ein Riesenapplaus! Applaus!